2014 haben wir von Native Power eine Anfrage erhalten, ob wir für ein Kloster im Himalaya einen Biomaler bauen können. Wir staunten nicht schlecht und dachten, es wäre ein Scherz. Aber kurz darauf klingelte das Telefon und Lama Jampa war dran. Er stellte sich vor und wir erfuhren, dass er ein tibetischer Arzt ist, der nach der traditionellen Medizin praktiziert und ein Kloster im Himalaya, welches sich Geji Norling nennt, leitet. Wir verabredeten einen Termin in Hannover-Langenhagen, um uns einen Biomaler vor Ort anzuschauen. Edgar Schmidt-Nordmeier aus Langenhagen hatte gerade einen frischen Biomaler aufgesetzt, den wir präsentieren konnten. Wir trafen uns also mit Lama Jampa in Langenhagen und zeigten ihm den neuen Biomaler. Nach einigen Vorgesprächen war uns klar, dass wir in den Himalaya mussten, um den frierenden Menschen dort zu helfen. Das Projekt und die Vorbereitungen entwickelten sich schon nach kurzer Zeit sehr positiv, sodass wir den Eindruck gewannen, mit unserem Wissen über alternative Energiequellen eine echte Hilfe für den Himalaya und den Menschen dort zu sein. Wir haben sofort eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die allerdings nicht so erfolgreich lief, wie wir uns das dachten. Trotz geringer Spendeneinnahme haben wir uns entschieden, das Projekt trotzdem durchzuziehen und einen großen Teil der Kosten aus eigener Tasche bezahlt. Da sich Native Power nicht nur für den Biomaler einsetzt, sondern auch für andere Low-Tech-Energiesparsysteme, haben wir uns kurzerhand einige Methoden zusammengestellt, die im Himalaya eingesetzt werden können. 7 mutige Helfer des Himalaya-Projekts haben die Reise angetreten. Dabei waren der Organisator und Gründer von Native Power, Heiner Kuhls, Ralf Suhr, Techniker und Handwerker aus Oldenburg und auch Mitglied von Native Power, Energieingenieur Dr. Kusserow, Permakulturexperte Chris Heuer, der Landwirt und Agrarberater Edgar Schmidt-Nordmeier und das Kamerateam von Visionärs Roman und Can mit ihrer 4K-Kamera und der Drohne, mit der sie sich den Überblick schafften. Sowie der 8. im Bunde Lobsang, ein tibetischer Guide, der uns beratend zur Seite stand. Unser Hauptaugenmerk lag natürlich auf dem Biomaler. Als weitere erfolgsversprechende Anwendung in Sachen Energie- und Holzeinsparung nahmen wir noch ein paar Holzvergaseröfen, eine Kochkiste und die Bauanleitung für eine Biogasanlage in das Reisegepäck und machten uns wie verabredet auf die Reise. Die An- und Abreise war sehr abenteuerlich. Am 7. November ging unser Flieger Richtung Indien. Dort angekommen übernachteten wir in Tibet Town, einer tibetischen Enklave in Delhi, flogen am nächsten Tag weiter nach Guwahati. Dort nahmen wir einen Hubschrauber nach Lumla im Himalaya. Lumla lag ca. 5 km Luftlinie vom Kloster entfernt. Wir brauchten aber glatt 2,5 Stunden, bis wir auf waghalsigen Serpentinen das Kloster Geji Norling erreichten. Dort angekommen, fingen wir sofort mit unseren geplanten Aktionen an, die wir aber in einigen anderen Videos noch genauer beleuchten werden. Der Aufenthalt im Kloster selbst war sehr erfolgreich, da die Methoden, die wir zur Anwendung gebracht haben, auch bei einem religiösen Volksfest vorgestellt wurden und somit innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums viele Menschen aus der Region von unseren Aktionen gehört und gesehen haben. Was haben wir aus dieser ganzen Geschichte gelernt? Es ist nicht nur notwendig, Menschen rechtzeitig zu unterstützen, denen viel an ihrer Umwelt liegt und die selber ein Interesse daran haben, ihr Land und ihre Forstwirtschaft weiterzuentwickeln, bevor dieser schöne Fleck auf Erden komplett entwaldet und zerstört ist. Wir von Native Power wollen den Menschen Hilfestellung geben, damit die Menschen im Himalaya die schon einsetzende Zerstörung der Natur verhindern können und so bewusster in die Zukunft blicken. Daraus resultiert auch unser Wunsch, im Jahr 2015 für die Region Arunachai Paradesh Divers da sein zu können. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste kommende Jahr, indem wir weitere Aktionen für Tibet und die Menschen dort planen. Wir freuen uns, wenn ihr als Anwender von Native Power Low-Tech Technologie oder als Beobachter unserer Aktivitäten aktiv an unserer Hilfsaktion teilnehmt und durch finanzielle Unterstützung dazu beitragt, weitere Projekte zu realisieren. Wir laden euch auch herzlich dazu ein Reiseabenteuer mit uns zu erleben und selber dabei zu sein. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Euer Native Power Team. Ja, wir freuen uns auf eure Teilnahme und wir freuen uns, dass ihr echt dabei seid. Oh.
Ist da drin. Ehrlich? Ja. Da sind Bomben drin. Oh, yeah.